Der FFH-Dummfrager. Und er kriegt immer noch jeden. Entschuldigung, ich lasse mich nur ungern stören. Was glaubt ihr, was ist das Matterhorn? Matterhorn. Ich denke mal, irgendein Signalhorn vielleicht. Sowas wie das Martinshorn, ich bin mir nicht sicher. Nee, nicht ganz. Was könnte es noch sein, das Matterhorn? Also auf jeden Fall hat das was, also ist das da, wo man auch Skifahren kann, glaube ich. Aber ich weiß jetzt nicht genau, was nochmal. Ein Skilift. Ein Skilift, nee. Was ist der Watzmann? Watzmann, vielleicht was zu essen bei der Bäckerei? Ich weiß nicht. Strom, irgendwas mit Strom. Warum mit Strom? Watt. Ja, Watt, ja, genau. Nee, was ist der Watzmann? Ich weiß es nicht, echt nicht, überhaupt keine Idee. Das ist ein Berg. Woher weißt du sowas? Was ist der höchste Berg Hessens? Mount Everest oder so ähnlich. Mount Everest ist es nicht, nee. Keine Ahnung. Das habe ich alles in Erdkunde gelernt. Scheiße. Ich verrate dir, der höchste Berg Hessens ist die Wasserkuppe. Ja. Was schätzt du, wie hoch ist die? 4000 Meter. Nicht ganz. Nicht. 950 Meter. Gott, ist das peinlich. Weißt du, wie der höchste Berg Deutschlands heißt? Die Zugbrücke, oder? Der FFH-Dummfrager. Die neueste Folge immer dienstags in Guten Morgen Hessen bei Hitradio FFH.